Zuallererst eine kleine Verbeugung. Für die Freunde der Musik. Sarkastisch und ironisch. Gewiss kein Jugendprogramm. Sex und Suff. Musikgespräche aperçus. Komm und hilf mir ein bisschen feiern. Zahllosen Saufgelagen. Sie sehen also, liebe Zuschauer, es lohnt sich. Weitere Warnungen dürften sich erübrigen. Doch nun zur Sache. Es folgt nun die kürzeste Durch-die-Nacht-Folge der Welt. Trotzdem viel Spaß. Geht es schon wieder los. Da geht man aus dem Haus und wollte in so einen Trödelladen rein, ja? Und danach wollte ich mal bei Idiots Records ein bisschen chillen und bei Kaffee Banane. Denn heute gehen wir wieder zum U, denn da spielen, oh bitte lass mich das richtig aussprechen, Los Dos Cerrados und Placera der Cayal, glaube ich, ne? Placera der Calle. Mein Spanisch ist sehr eigorosse, sehr schlecht. Gracias. Erstmal ping, ne? Gehe ich nämlich so hier vorbei. Oh, und da seht ihr Mefi von Daily Thompsons mal wieder, meine geliebten Nachbarn. Und da hat mir die gute Dame ein Hansa angeboten. Das werde ich mir jetzt noch genüsslich reinpfeifen und dann mal gucken, was am Trödel geht, gucken, was so geht. Und ihr seid wie immer live dabei. Habe ich gesagt, dass ich zum Trödel laden wollte? Ich glaube, das verschieben wir nochmal, weil ja, jetzt sitze ich hier wieder bei den Thompsons. Beste Leute, beste Dudes, Platte kommt bald, irgendwann Oktober, November, ihr werdet sehen, wir machen noch Pingelingeling. Ja, was soll ich sagen, Ping. Und eigentlich wollte ich schon längst losgelaufen sein, aber ach, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Bis gleich. Ein Teil meiner Mission heute nicht verbracht, aber drei Biere reicher begebe ich mich jetzt mal zum U. Bis gleich. Und da hinten kommt noch ein Kiosk, da geht bestimmt auch noch was. Tschüss. Und wieder an der Funkenberg. Und jetzt haben wir, ach ja genau, hab ich ganz vergessen, ne? Das ist auch ganz wichtig, das sollte man ja vielleicht mal erwähnen. Bauen wir nochmal am Kioske und machen das nächste Ping. Hm? Sind wir wieder umgeschwenkt auf Kronenexport. Und jetzt ab zum U. Bis gleich. So, hier gerade Soundcheck. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Ist ja egal. Auf jeden Fall was Spanisches. Los des Cerrados. Ne? Los des Cerrados, irgendwie sowas. Naja, wenn wir noch mal abhängen, ne? Surfrock habe ich auch ewig nicht gehört. Judy Forces Army übrigens auch sehr geil. Kann ich empfehlen. Ja, genau. Stehen wir hier vom Rewe, ne? Der Biernachschub muss ja gewährleistet sein. Und das ist hier alles um die Ecke. Ich hab's aber in der Bude gekauft, ne? Support your local kiosk, ping. Kronen schmeckt. Oh, schon wieder was Rohrbrand da unten, ne? Egal. Heute ein bisschen früher unterwegs. Macht aber nichts. Gleich geht's los. Surfpunk-Zeugs. Schauen wir mal, was das so bringt. Da haben wir jetzt Ping Nummer 5, glaube ich. Egal. Ich bin ja einiges gewohnt. Ne? Und ihr seid immer live dabei. Ist das nicht schön, mir beim Verfall zuzugucken? Richtig geil. Aber gleich geht's weiter mit Musik. Versprochen. Barracuda González. Hola. Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Ah, alles gut, alles gut. Bien, bien. You made a very interesting performance because you just used one beat all the time. Oh, it seems to me one beat. Yeah, yeah, I mean, I'm playing with, I can show you, you know, the machine. I can show you the machine. The machine is it's a cumbia beat. So when you understand what cumbia is, I know. Yeah, yeah. So it's the beat of cumbia is really tututa tututa tututa. So it's 1 2 3. It's 3, not 4. It's 3 beats. You know.
And cumbia has like long roots, like deep roots in South America. It's a mixture between, you know, the African humans that were enslaved, and they were, you know, they escaped, and they went to the mountains, you know, and in the mountains they found, you know, the people that the locals, you know, the people that were living there, you know, that we call the indigenous or the Latin American indigenous, and it's also mixed, so the drums of the African humans with, you know, the singing from the natives from America, and the Spanish guys that went with the guitars, you know, escaping because they were robbing, you know, they were like bandoleros, they were bandits, and you know, they together they made in that forbidden zone, they started to, you know, to live together or to communicate, and they communicated through music. It was the drums, and the drums, it's and that's how I have played that. That's cumbia. Wie fandest du diesen Solokünstler? Ich habe den leider nicht so viel mitgekriegt, bin gerade erst gekommen. Ah, verdammt. Ja, nee, das war leider, ich habe nur das Ende mitgekriegt, nichts. Aber ich habe hier gerade von deinen Kollegen gehört, du hast eine eigene Band. Ja, tatsächlich, ja. Dann mach Werbung jetzt. Soll ich Werbung machen? Ja, du hast 10 Sekunden Zeit, ne? Ja, ich bin der Nordin von der Band Starboy aus Dortmund. Wir spielen am Samstag mit den Daily Thompson im Creative Authors Club. Also kommt alle vorbei, Menschen. Wird super geil, auf jeden Fall. Wie fandest du diesen Solokünstler? Die Musik war ziemlich entspannt, aber da hat mir noch ein bisschen Rock gefehlt. Aber ja, wurde ja abgebrochen jetzt. Was sagst du denn dazu, dass er immer den gleichen Beat verwendet hat? Das ist ja schon ungewöhnlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach so. So, jetzt hat dieser nette Mensch gespielt. Ach, wir machen nochmal Ping, wir haben das Ping vergessen. Jetzt hat dieser nette Mensch gespielt und dann habe ich mich mit netten Menschen unterhalten, habt ihr ja gerade gesehen. Und dann komme ich zurück zu meiner bezaubernden Begleitung. Hier ist sie kurz im Bild. Und dann sagen die, wie ist zu laut, wir müssen das jetzt ausmachen. Ich denke mir, was? Wie laut? Also hier war es wesentlich lauter schon vorher mit anderen Bands. Und wie Abbruch. Also ich muss das jetzt recherchieren als investigativer Journalist. So wie ihr mich kennt, muss ich dem jetzt mal nachgehen. Das kann ja hier so nicht sein. Das ist ja eine Farce. Ihr hättet jetzt spielen sollen, deine Band. Ja genau, der Nachwuchs ist nicht zu laut. Los Herrados. Ich krieg's immer nicht hin, aber das sind halt die falschen Spanier, die kommen halt gar nicht aus Spanien. Aber psch. Was ist jetzt hier Situation? Was ist hier los? Naja, das Umweltamt hat hier. Nein, das ist mein Bier! Das ist mein Bier! Was ist jetzt Situation hier? Also krass, ne? Das Umweltamt hat gemessen und gesagt, es ist. Wir hatten ein Vorprogramm, eine One-Man-Band, eine Cumbia-Gitarrist aus Chile, eine Gitarre, ein bisschen Rhythmus und für Dortmunder Verhältnisse eine Großstadt, glaube ich, in der wir uns hier befinden, nicht zu laut, glaube ich. Hey, schön, dass ihr da wart. Macht ihr bitte ein bisschen leiser, wenn ihr geht. Ja, könnt ihr bitte leise sein, ja? Bitte. Naja, und also die Messung hat ergeben, es ist zu laut und da wir mit Verstärkung auftreten, echt Schlagzeug haben und echten Gitarrenverstärker und etwas lauter wären, haben sie von vornherein beschlossen, um 20 Uhr ist die Veranstaltung zu Ende. Ja, und es wird wohl, so wie ich gehört habe, auch erstmal keine Veranstaltung hier weiter mehr geben oder zumindest keine laute. Und das ist natürlich ein ziemliches Drama, also ein ziemliches Trauerspiel. Gerade für so eine Stadt wie Dortmund. Ich weiß nicht, ich kenne das aus Juicy Beats Zeiten damals im Westfalenpark. Es reicht anscheinend, wenn sich ein Anwohner beschwert über Kilometer hinweg. Dann kommen da Leute mit Messgeräten und sagen, nein, die Bühne wird ausgemacht. Ja, aber das ist ja ein Skandal. Ja, gut. Also mir ist es nichts Neues in Dortmund, jetzt bin ich mittendrin und mich betrifft es halt direkt, weil ich nicht auftreten darf. Meine ganzen Kollegen sind hier, meine ganzen Freunde. Alle freuen sich mal wieder, was zu machen draußen so und sich zu sehen. Das geht auch nicht. Ja. Es wird dann wegen Lautstärke unterbunden. Wir sind, wie gesagt, im Zentrum von Dortmund. Falls du es mal filmen kannst, hier, dass ihr dieses U, glaube ich, hier ist. Also
ein relativ teures Kunstbauwerk und so. Naja, es ist halt einfach so, was mit der Kultur gerade los ist, keine Ahnung. Ja, da muss ich gleich nochmal zum Kiosk in Japan, ja. Ich bin einfach fassungslos, was mit der Kunst und Kultur in Dortmund passiert. Oder generell mit Kunst und Kultur, wo es einfach heißt, wir brechen ein Konzert mittendrin ab, weil es ist fucking zu laut. Und ich habe hier schon Bands gesehen, die waren wesentlich lauter. Ihr erinnert euch an die Pickhounds, zum Beispiel hier Kurschatten. Ja gut, die haben drin gespielt, scheißegal, wären aber auf jeden Fall genauso laut gewesen. Ich finde, es ist einfach ein Skandal. Ich versuche jetzt noch mal ein paar Stimmen einzufangen und das Ganze irgendwie, naja, zwar einen würdigen Abschluss zu bringen, kann man nicht sagen, aber naja, mal gucken, was heute noch passiert bei Durch die Nacht mit dem Gorminister, mit eurem Gorminister. Folgt mir auf Instagram für weitere Rants. Was hältst du davon, dass jetzt einfach irgendwer angekommen ist und gesagt hat, so nö, so laut, müssen wir leider abbrechen? Ja, total bekloppt. Also ich denke mal, es ist 7:45 abends, die Veranstaltung ist angemeldet und um 7:45 eine Veranstaltung zu beenden, die meiner Meinung nach lautstärkemäßig definitiv absolut im Rahmen war, da frage ich mich dann, was dürfen wir denn bald überhaupt noch machen? Also ich meine, es war jetzt hier kein, letztens hat hier eine Metalband gespielt. Ja, deswegen meine ich ja irgendwie, das war ja jetzt gerade mal richtig gechillt, ja, und ruhig eigentlich. Absolut. Muss ich dich angucken oder in die Kamera? Nö, du kannst hingucken, wo du willst. Okay, hallo. Ja, genau. Entschuldigung, jetzt war ich raus. So, jetzt hast du gesagt, irgendwie, du möchtest dich beschweren. Das finde ich gut. Ja, ich würde gerne, ich weiß zwar nicht wo, aber ich habe gerade schon zu ihm gesagt, hey, ich schreibe an die Stadt, weil ich mir denke so, das geht doch nicht. Ich sag mal, bald. Was darfst du denn bald noch draußen machen? Ja, außer Borussia! Ja, Fußball geht. Da können auch 25.000 Stadion, kein Problem. Richtig. Kein Problem. Nee, aber also mein Gefühl ist einfach, dass Kunst und Kultur einfach so hinten angestellt wird, ist auch so. Dass das macht so. Überhaupt keinen Sinn mehr. Der Mensch, ich finde das ein Hammer. Es gibt doch diese Lautstärkeregelung nicht umsonst. So bis 22 Uhr darfst du das. Und jetzt mal ernsthaft. Es war wirklich, also ich behaupte, das kann ich beurteilen, aber wenn du die Band vor 3-4 Wochen hier, Scotched Oak und danach diese Metalband, das war wirklich laut. Das war wirklich laut, auch wenn das ein Freitagabend war, aber trotzdem. Also das ist ja überhaupt kein Vergleich jetzt. Als jetzt gerade hieß, die Veranstaltung ist aufgrund von Lautstärke beendet, habe ich gedacht, das ist ein Witz. Ja, ich dachte, die Leute verarschen mich hier irgendwie so, aber ja. Ja, vielen Dank für dein Statement. Gerne. Jetzt habe ich hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 bezaubernden Ladies gesprochen und die finden das alle total scheiße. Auch sieben. Natürlich. Sieben, oh! Die glorreichen sieben und ein bezaubernder Mann, die finden das auch alle scheiße. Sie können das jetzt gerne mal aus dem Off kenntlich machen, was sie davon halten. Ja, was ist los? Kultur schafft sich wieder selber ab. Dabei wäre es so ein schöner Abend geworden. Ich finde das einfach nicht gut. Ja, die wollten halt nicht vor die Kamera, deswegen müssen wir das jetzt aus dem Off machen. Nochmal eure Meinung dazu. Ja, so sieht's aus, meine Fotzi-Bärchens. Tschüss. Skandal! So, jetzt stehen wir hier mit dem Diego Ropa von Los Dos Ferreros. Ja, und ihr könnt heute Abend nicht spielen. Was ist da los? Ja, wenn ich das wüsste, ne? Also irgendwie scheint diese Stadt nicht so ganz rockaffin zu sein. Ja, aber ihr macht ja gar keinen Rock in dem Sinne. Naja, gut. Also wir spielen Gitarre, Schlagzeug, das sind ja schon so zwei. Oh ja, dann ist es Rock, ja. Dann ist es Rock, ne? Das ist schon Rock. Ne? Also Unterhaltungsmusik, Rockmusik, ja, es ist kein Schlager, kein Gesang. Also Surfmusik halt. Ja, und darauf hatte ich mich gefreut und auch sehr viele andere Leute, die hier extra hingekommen sind und ihr euch ja sicherlich vorbereitet habt. Und dann kommt, ja, was habe ich gehört, das Umweltamt und sagte, nee, ist so laut. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht direkt, aber das wird wohl so gewesen sein. Ne? Also gibt es wohl Beschwerden irgendwie von irgendwelchen Leuten, die hier tatsächlich in der Innenstadt wohnen, die noch nicht so ganz begriffen haben, dass irgendwie im Sommer vielleicht auch mal draußen Musik gemacht werden kann und dann für eine Zeit von, ich weiß nicht, bis 8:45 oder so, ja, also nicht nachts um eins. Ja, genau. So. Ja, was ist jetzt der Plan? Abbauen, abhauen, Bierchen trinken, noch eins,
Und dann noch ein drittes mindestens und vielleicht sogar noch ein viertes. Das ist, glaube ich, so der Plan für heute. Aber schlimm ist, ich finde, es ist eine Schande, definitiv. Ja, es ist scheiße. Ja, es ist total scheiße, natürlich. Hat man sich da total drauf vor. War für uns war das jetzt auch so ein bisschen das Highlight, weil ich sag mal so, unsere Musik, das ist Surfmusik, die passt eigentlich sehr gut nach draußen, wie wir finden. Und gerade im Sommer passt sie rein. Ja, logisch. Sommer am U. Wir wären jetzt hier auch im dritten Mal schon aufgetreten. Ne? Und ja, die anderen beiden Male waren wir scheinbar nicht zu laut oder waren andere nicht zu laut oder es gab noch keine Nachbarn oder wie auch immer. Ne? Und das war schon schön. Und wenn ich so überlege, was da für Leute auch gekommen sind, die kommen echt von vielen Ecken her. So, also aus Duisburg, aus dem tiefen Sauerland, aus Hattingen, aus Bochum und so weiter. Die sind echt wegen uns gekommen. Das ist sehr nett, finde ich. Ja. Aber die müssen wohl eine Schallplatte kaufen von uns. Habt ihr denn welche hier zumindest? Wir haben eine Single hier. Wir haben eine Single hier und die Schallplatte, die bringen wir jetzt raus. Die ist jetzt im Presswerk. Die dauert noch ein bisschen, so 2-3 Monate, sag ich mal. Dann kommt unsere erste 12-Inch raus. Habt ihr eine Single, also Single auf Vinyl auch da? Ja, wir haben sonst auch nichts anderes. Also okay, cool, kaufe ich. Cool. Danke, tschüss. Ja, ping jetzt mal, ne? Kronen schmeckt. Nach diesem sehr enttäuschenden Abend sitze ich dann jetzt doch wieder zu Hause bei mir auf der Couch und höre mir hier die Single an von Los Dos Cerrados. Ne? Sehr schön. Ja, zumindest haben sie dann noch Merch verkaufen dürfen. Aha, welch Wunder. Und wenn man Merch kaufen kann, ne, dann habe ich mir halt die Single hier angekauft. gekauft. Ja, aber sie, ach, sie haben das Ping noch reingezählt. Hier, Ping. Naja, war auf jeden Fall ein denkbar schlechter Abend, aber egal. Die Band hat nicht gespielt und hat trotzdem irgendwie drei Singles verkauft, was ja schon mal was ist. Album kommt demnächst, habe ich mir sagen lassen. Ja, und jetzt höre ich mir noch ein bisschen Musik an, die aus einem Tarantino-Film sein könnte. Feiere ich total. Und ihr müsst aber jetzt abschalten, weil ihr wisst ja, zu viel Internet ist ungesund. Hier könnt ihr nochmal Wheel Doom hören, auch ganz geil. Und jetzt abschalten, ne? Abschalten.